Wir Kommunisten lehnen den vorgelegten Wehretat auf das Entschiedenste ab. In unserem Programm der nationalen und sozialen Befreiung erklärten wir, dass durch die Wiederaufrüstung der Militaristen unserem Volk die Katastrophe eines neuen Krieges droht. Das ist Landesverrat! Deutschland, erwache! Deutschland, erwache! Die nationale Befreiung kann niemals durch Krieg und Aufrüstung erreicht werden, sondern sie ist eng verbunden mit der sozialen Befreiung, mit dem Sturz des Kapitalismus. Wir wollen kein bolschewistisches Chaos! Auf einem Sechstel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können. Aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne Arbeiter leben können. Das hat gesessen! Mauer, Danny! Niemand will also Deutschland entwaffnen! Sie irren. Wir sind für ein wehrhaftes Volk. Wenn die Geschicke des Volkes in den Händen des Volkes liegen, wie in der Sowjetunion. Wir führen einen kompromisslosen Kampf gegen den eigenen und internationalen Kapitalismus. Insbesondere gegen den Versailler Vertrag und den amerikanischen Young-Plan. Also, nieder mit Versailles! Nieder mit dem Young-Plan! Nieder mit Versailles! Deutschland, erwache! Wer den Kapitalismus stützt, und Sie stützen ihn am rabiatesten, der stützt auch die Sklaverei des Versailler Vertrages und des Young-Plans. Diese Herren wollen einen kommunistischen Abgeordneten sprechen. Glück auf, Genossen. Glück auf, Kollege Florin. Glück auf. Hab schon gehört, es hat geklappt. Kommen wir auch nicht zu spät? Spricht Hellmann schon. Teddy spricht schon. Wir warten auf euch. Darf ich bitten, Genossen? Die amerikanischen, englischen und französischen Kapitalisten aber, die den widerstehenden deutschen Imperialismus als Sturmbock gegen die Sowjetunion benutzen wollen, täuschen sich! Dieser deutsche Imperialismus wird seine Waffen auch gegen diese Länder richten. Die Arbeiterklasse aber ist sich seit langer Zeit wieder ihrer gewaltigen Kraft bewusst geworden. Hier der Beweis für die Kampfentschlossenheit der Arbeiter. 300.000 Kumpels des Ruhrgebiets legten die Arbeit nieder und 160.000 streikende englische Arbeiter stehen ihnen bei. Der Schlichtungsausschuss hat doch noch nicht getagt. Die Gewerkschaft hat noch keine Stellung dazu genommen. Das verstößt gegen Recht und Gesetz. Für uns gilt nur ein Gesetz. Das Interesse des werktätigen deutschen Volkes. Herr Abgeordneter Thälmann, ich rufe Sie zur Ordnung. Die Notverordnungen wurden auch vom Herrn Reichspräsidenten unterschrieben. Wir sind auch dagegen, dass an der Spitze der Republik ein Generalfeldmarschall von Hindenburg steht, der ein Werkzeug in den Händen des Kapitals und der Junker ist. Abgeordneter Thälmann, Sie zwingen mich, noch schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Ein Hindenburg, der sich damit brüstet, außer der Bibel und dem Exerzierreglement noch kein Buch gelesen zu haben. Ein Hindenburg, der das Wort prägte, mir bekommt der Krieg wie eine Badekur. In ernster Sorge um die friedliche Entwicklung Deutschlands rufen wir den Arbeitern, den Bauern, den Rentnern zu. Wir Kommunisten sind die einzige Partei, die alle Grundfragen der deutschen und internationalen Politik ohne Knechtung fremder Völker, ohne Eroberungskriege lösen kann.